Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, verehrte Gäste, das ist heute kein Tag zum Jubilieren. Wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Wir hatten uns mehr erhofft, mehr angestrebt. Gleichwohl hat man natürlich schon im Wahlkampf gemerkt, dass die Themen, die wir als Linke stark gemacht haben, wie zum Beispiel den Einsatz dafür, dass es mehr Personal in Pflege und Gesundheit gibt, damit auch die Patienten nicht unter die Räder kommen, also Forderungen, von denen die Menschen wirkliche Verbesserungen hätten, dass diese Forderungen nicht die Debatten bestimmt haben, sondern es war eher die geschürte Angst vor Geflüchteten, die stark das Thema, die Wahlkampfdebatten bestimmt hat. Und ich denke, die Aufgabe, die vor uns steht, ist ganz klar, immer wieder soziale Konflikte stark zu machen und angriffslustig zu sein und diese Themen zu stellen und uns jetzt auch nicht in den Streit irgendwie locken zu lassen diesbezüglich. Und ansonsten finde ich, muss man an einem Tag wie diesen auch eins nochmal ganz deutlich sagen, ein großes Dankeschön an all diejenigen, die klar gekämpft haben, an all die Wahlkämpfenden in Mecklenburg-Vorpommern und ein herzliches Dankeschön an all jene, die uns gewählt haben. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, es hat sich eines bei dieser Wahl wieder gezeigt. Es lohnt sich nicht, Positionen der Rechtspopulisten aufzugreifen und bundespolitisch in den Wahlkampf zu bringen, wie es die CDU und andere Parteien gemacht haben. Sie haben nochmal das Problem der inneren Sicherheit, der Anschläge, der Flüchtlinge aufgebracht. Es hat alles nichts genützt. Man macht damit nur die Rechten und die AfD hoffähig. Wir haben das bewusst nicht gemacht, sondern die sozialen Themen in den Vordergrund gestellt. Es zeigt sich, dass es sich nicht lohnt, im Teich der AfD zu fischen. Wir haben das bewusst bei diesem Wahlkampf nicht gemacht und werden das auch in der Zukunft nicht machen. Es ist aber auch völlig klar, dass in diesem Klima, in dem bewusst Ängste geschürt wurden, es ungeheuer schwierig ist, mit den eigenen Positionen durchzudringen. Das ist uns nicht in ausreichendem Maße gelungen. Da freuen wir uns nicht drüber, das werden wir auch auswerten. Wir sind trotzdem davon überzeugt, dass wir nach wie vor ungeschminkt die sozialen Probleme im Land ansprechen müssen und werden. Und dass wir vor allen Dingen eins tun werden, wir werden Lösungen für diese sozialen Probleme im Land aufzeigen. Diese solidarische Herangehensweise, diese solidarischen Lösungen werden sich auf die Dauer auch durchsetzen. Wir sind davon überzeugt, das wird schon in den nächsten Wochen und Monaten gelingen. Die Situation wird nicht so bleiben, sondern wir werden deutlich machen, dass es Lösungen gibt, die im Interesse der Mehrheit der Menschen sind. Und die Aufgabe der Linke ist es, diese Lösungen in den Vordergrund zu rücken, da an diesem Kurs nahe bei den Menschen ihre sozialen Nöte und Ängste anzusprechen und gleichzeitig zu zeigen, dass Rechte zwar den Unmut formulieren, aber keine Lösungen haben. An diesem Weg werden wir unbeirrt festhalten und wir sind überzeugt, wir werden in Kürze dastehen und bessere Wahlergebnisse vorweisen können. Dankeschön. Applaus